Vor einiger Zeit hatte ich versucht, Riso mit einem ultra dünnen Stift zu malen, das hier. Er ist 0,03 mm breit, dick, und das war schon sehr schwierig und das hat auch richtig Spaß gemacht. Deswegen wollte ich es heute wieder probieren mit diesmal Papa Platte, unser Kevin. Ich werde ihn also immer kleiner malen auf 5 verschiedenen Blättern. Fangen wir an mit der ersten, das ist so chillig, 7 cm mal 10. Und das wird dann immer kleiner werden, bis hier das kleinste ist 5 mm mal 6. Und ich will dann auch sehen, wie Dima, Sandrina und Philippe auch das versuchen, so klein wie möglich zu malen. Rob ist leider nicht da heute. Ich versuche mal anzufangen. Ich habe hier also ein Foto von Kevin, sein Profilbild von Insta. Ja, versuchen wir ihn erstmal so zu malen, einfach ohne Farbe, nur schwarz-weiß mit diesen Addings. Das sollte erstmal chillig sein, einfach als Vorlage für die anderen Bilder. Okay, das ist ein bisschen umständlich so. Mit dem Handy dazwischen, aber irgendwie werde ich es hinkriegen. Kevin und ich teilen uns auch ein ähnliches Schicksal. Wir haben beide sehr Glück bei unseren Displays gehabt. Er hatte, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, einen Glurak gezogen bei Logan und ich Luja beim Neo Genesis, beim ersten Livestream von Rob. Das war, ich kann das auch jetzt noch nicht wirklich glauben. Das ist richtig verrückt, richtig absurdo. Nein, Kevin, du hast nicht so eine Nase, ich habe es einfach falsch gemalt. Okay, wenn das erste Bild ist, will ich gar nicht wissen, wie die nächsten, die schwierigeren sein werden. Komm, ich versuche es zu retten, so gut wie es geht. Ja, komm, lassen wir es mal so. Vielleicht werden die nächsten ein bisschen besser. Aber okay, war schon gut, um ein bisschen so einen Einblick da zu haben. Okay, jetzt kann ich versuchen, direkt weiterzumachen. Ich kann noch die zwei dickeren Stifte benutzen. Das sind 0,3 mm und 0,05. Und der kleinste, den ich am Ende dann benutze, ist 0,03. Okay, jetzt auf das zweite Blatt. Das ist große 3,5 cm mal 5. Aber ja, mit so einem Foto als Vorlage, natürlich wirkt dann Kevin hier gemalt so ein bisschen komisch, natürlich. Cooles Foto, aber zum Nachmalen ist schon eine Challenge. Okay, go, komm. Ich mache mir auch aber alles unnötig komplizierter. Ich habe schon ein kleines Blatt und ich male noch kleiner. Also ich hätte ruhig damit größer anfangen können direkt. Oh nee. Das sieht genauso aus wie E.T. in dieser eine Szene da. Ja, ihr kennt das sicherlich, ne? Jetzt seid ihr es eingeblendet. Das ist 1:1 so, oder? Richtig traurig, richtig traurig. Was kann man da retten? Ich kann hier so ein bisschen Schatten machen. Und das war's dann auch. Ich ein bisschen Augenringe. Hey, hab Geduld, aber mit so ein Handy auch dazwischen ist nicht einfach. Ich hoffe, das ist auch eine gute Ausrede dafür. Okay, zweiter ist ready. Das ist einfach nicht Kevin, aber der dritte hier wird sicherlich besser. 2 cm mal 2,5. Zumindest ein Kevin sollte schon ein bisschen gut aussehen. Wenn nicht, dann werde ich auch ein kleines Extra machen. Eine winzig kleine Glurak-Karte. Mal sehen, was daraus wird. Versuchen wir erstmal Kevin. So, drittes Blatt. Hier sind wir schon in den Millimeternbereich. Das ist nur 2 cm breit. Der dickere Stift kann ich schon vergessen. Jetzt werde ich nur mit diesen zwei arbeiten. Der ultradünne und der andere. 0,05 und 0,03. Los mit der dritten Zeichnung. Am Ende des Videos könnt ihr unten in den Kommentaren abstimmen, welches von den 5 Bildern das schlimmste ist, wo man Kevin am wenigsten erkennt. Also ich finde es auf jeden Fall komischerweise besser als das zweite Bild. Vorletztes Blatt, 1 cm breit. Ich werde ab hier, also während ich male, direkt auf das Handy nur gucken, weil das Blatt sehe ich kaum. Das ist zu klein einfach. Ich werde also direkt hier auf das Handy gucken müssen, während ich male. Und das macht alles noch ein bisschen schwieriger. Aber dafür noch mehr witziger. Kevin, tut mir schon leid für das, was jetzt rauskommen wird. Ihr dachtet, dass es jetzt schon richtig peinlich war mit einem ET, Kevin. Aber ich wette, das geht noch viel schlimmer. Ich versuche es diesmal anders anzufangen. Ich habe immer von der Nase angefangen. Das mache ich immer bei jedem Bild. Erstmal die Kapuze.
Okay, vorletztes ist auch fertig. Natürlich ist das komisch, aber ganz ehrlich, ich finde das fast besser als der zweite, das zehnmal so groß ist. Aber ich bin auch dumm, weil ich hatte am Anfang so ein größeres Blatt zur Verfügung und ich male es dann so klein darauf. Wieso? Keine Ahnung. Aber ja, bis jetzt ist dieser Kevin der netteste von alle vier bis jetzt. Versuchen wir jetzt das allerletzte. Komm. Da Flippi jetzt zufällig reingekommen ist, machst du es jetzt, das letzte. Ich versuche es auch natürlich danach. Du musst einfach Kevin auf dieses Blatt Papier malen. Warum kriege ich das Schwerste? Weil du jetzt reingekommen bist. Ich weiß gar nicht, ob es besser ist, aufs Handy zu gucken oder auf dem Blatt. Was hat der für einen Kopf, für eine Stirn? Aber auf jeden Fall besser als erwartet, oder? Ist fresh geworden, ne? Lustige, richtige Stirn. Aber hat er ja auch da. Nee, nicht. Es sieht aus so wie eine alte Oma mit so einem Tuch auf dem Kopf. Bedenkt, wie klein das ist? Besser als ich. Bravo, okay, bravo. Haben die anderen gemacht? Nee, die anderen kommen auch gleich. Und jetzt bin ich dran auf das kleinste Blatt Papier. 5 mm ist das breit. Oh nee. Oh. Was ist das jetzt? Nee, ich muss es neu machen. Ich weiß nicht, ich habe gekleckert. Ich weiß nicht, was da rausgekommen ist an seine Augen. Ich muss es neu machen. Hier, nebenan direkt. Vergiss es einfach, okay? Vergiss es einfach. Und weiter geht's. Bald bist du dran. Ich soll auch machen? Natürlich. Aber du machst es direkt in ultra klein. Wieso? Ja. Ich kann es so nicht. Okay, ich mach eins daneben. Also. Ja, das sieht immer noch heftig aus. Das sagst du. Also, meiner Meinung nach sieht das hier besser als andere Größe, die ich gemacht habe. Guck mal, das zweite. Das ist weird, aber das erste ist halt das geilste, ne? Obwohl, nee, warte mal, das dritte finde ich das auch. Das dritte? Ja, voll. Und jetzt probieren wir es mal. Alter, Digga, das Bild ist auch nicht einfach. Okay, erstmal die Kapuze. Easy game. Aber man muss da reingucken, ne? Ich finde, wenn man hier reinguckt, ist das viel schwieriger. Ist so weird, ne? Ist voll komisch, ne? Es ist verzögert irgendwie. Und da zu malen und aufs Handy zu gucken, das kommt auch verzögert an. Deswegen ist es so schwierig und komisch. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, die Nasenlöcher! Oh mein Gott! Ich dachte, das war ein Auge. Ich mein's nicht so, Kevin. Sein Kopf besteht aus zwei Nasenlöchern nur. Digga, das ist auch so ein Verbrecher. Ich wollte das nicht. Es war erstmal der Schrei von Munk, weißt du, dieses eine Bild da. Ja. Und jetzt ist ein Picasso. Jetzt ist ein Pfannkuchen mit Gesicht drin, Alter. Digga, ich bin so am Zittern, weil es ist so schwer. Du hast es gerettet. Sieht aus wie irgend so ein russischer Alkoholiker aus dieser Welt. Vom Pfannkuchen zu russischer Alkoholiker. Das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Und das ist von Philippe. Sieht das nicht aus wie eine alte Oma mit so viel? Ja. Sind die Augen voll eingefallen. Ja. Und jetzt fehlt nur das Handy. Das ist echt krass. Also das zeigt nochmal, dass du ein krasser Künstler bist. Wenn du in dieser kleinen Größe trotzdem noch einigermaßen ähnliches Bild hinbekommst, Leute, ist ja nicht heftig. Daumen hoch dafür, dass es so heftig ist. Ja, aber gibt es nicht einen noch dünneren Stift? Das ist wirklich der dünnste. Ja, ich dachte, das wäre der allerdünnste. Nicht, ne? Aber es gibt etwas, das noch dünner ist. 0,03 ist das, ne? Genau, aber es gibt 0,01 sogar auch. Ja, Digga, das braucht man für diese kleinen Safe. Weil allein wenn du drauf gehst, wird direkt dicker halt. Ne? Es zerläuft so ein bisschen. Genau. Also das habe ich bestellt. Das noch dünnere habe ich bestellt. Und das kommt dann die Tage an. Aber ich wollte schon erstmal wieder so ein Video bringen. Also ich finde die Bilder richtig nice, was soll ich sagen? Deswegen, wenn das euch gefallen hat, dann wird das nächste Video von dieser Reihe noch heftiger. Ja, wenn das 0,001 ist, dann ist es noch dreimal dünner als das. Ja, du siehst weil, es guck mal nicht da hier. Ey, wie soll das noch dünner gehen? Ich schreibe mich aus. Und sobald du die Spitze auflegst, zerbricht die sie. Ja. Die Bilder sind echt witzig geworden. Ja, ich finde das auch. Ich finde auch sein Profilbild habe ich genommen. Das ist ne? Auch ist auch witzig. Wer ist als nächster dran? Sandy. Okay, die schläft glaube ich gerade. Oh, mein Sandy, ne? Roberto ist weg, aber Sandy muss ich, will ich dabei haben. Ah, ja, also Sandy ist tot. Wenn sie schläft, kann man sie einfach nicht wecken. Also ich lasse sie einfach schlafen. Und ich werde jetzt zuletzt versuchen, einen Glurak so klein zu malen. Nicht irgendein Glurak, sondern die Illustration vom Basisset.
Lassen wir es lieber. Mehr als so kann es nichts werden. Das war mir ein Vergnügen, eine Ehre und hat richtig Spaß gemacht. Und ich will auch gerne mal versuchen, mit diesem ultra, ultra dünnen Stift, wenn es auch in Farben gibt, ein richtiges Bild zu malen in ultra klein. Also nicht nur mit Schwarz wie jetzt, wie heute, sondern auch mit Farben. Das wäre ein interessantes Experiment. Apropos Glurak, ich zeige euch jetzt kurz, was ich vorhabe für eine der nächsten Videos. In den letzten Monaten hatten wir ziemlich viele Karten angesammelt, auch hier und noch viele mehr, mit diesen Displays, die wir so gekauft haben und Boosters. Und natürlich haben diese Karten auch keinen Wert. Deswegen werde ich sie benutzen, um ein Collage zu machen, hier drauf, auf dieses Glurak einfach. Ich bin selber sehr gespannt, wie es wird. Das ist ein neues Experiment und wenn es gut gelingt, kann ich es auch mit anderen Pokémons machen. Mal sehen. Und apropos Pokémon und Karten, ich zeige euch mal, was ich hier habe. Meine neue Beute aus eBay ist heute angekommen. Megane, zweimal Typhlosion, Tornupto und ein wunderschönes Pichu, Englisch, erste Edition. Saftig und noch viel mehr muss diese Woche dann noch ankommen. Ja, okay, dann hier haben wir mal meine Bibel. Ich weiß nicht, das ist schwierig. Und ein Buch, das jeder von euch lesen sollte. Und mein Lugia, der bleibt hier, weil so, wenn ich hier male, zeichne, kann ich ihn immer hier bewundern. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Arrivederci.